Huch. 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 Hallo? Huch. Howdy, howdy, ma'am. Ich hab sie verwechselt, Bonjour. Miss Abigail. Ach so, no, ich bin Claire Blanc. Ja, Sie sehen aber genauso schön aus wie Miss Abigail. Oh, merci beaucoup, Sie kleine Charmeur. Und Sie haben sogar dieselben Sachen an wie Miss Abigail. Ja, bis auf die Hose, glaube ich. Oh, mit Ihrer Hand, verdammt. Und Sie haben... Zufälle gibt's. Ja. Dieselbe Frisur, ich dachte gerade, das ist sie doch. Sehr schönes Pferd haben Sie da, Ma'am. Ja, vielen Dank. Habe ich mir gestern gekauft, ne? Vorgestern, ach, scheißegal. Haben Sie es auch schon trainieren lassen? No, noch nicht. Ich war gerade auf die McFarlane's und ich dachte, ich kann mich da selber ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, irgendwie soll das gehen. Ich habe es aber auch noch nicht so verstanden. Ja, doch, ich habe es inzwischen verstanden, aber auch verdammt. Also, ja, mit einem untrainierten Pferd funktioniert das nicht. Ich habe nur ja, geflucht irgendwie muss man und... da was erfüllen, oder auf dieser Rennbahn, oder? Ja, auf die Rennbahn. Aber ich denke, da muss man mit einem trainierten Pferd gehen, weil meiner hat nur Scheiße gemacht und ich bin nur wütend geworden und habe geflucht und oh, no, war nichts für meine Nerven. Ja, das ist aber nicht gut, wenn Ihre Nerven angestrengt werden. Ja, und ich habe nicht die allerbesten Nerven meistens, von daher. Das ja. Ist genau so ein Pferd, auf das spare ich für. Du weißt schon für wen. Verdammt, dann ist das ja ein richtig teures Pferd, was Sie da haben. No. Doch, $800. Also gut, in die Stall kostet das $200. Der Norfolk Roadster? No, das ist eine American Paint. Ah! Dann sprechen wir von zwei verschiedenen. Ja. Aber der ist auch sehr gut, muss ich sagen. Also ich liebe ja. Dieses Pferd. Sir? Entschuldigung? Nein, ich bin die Kerle hier, mon Dieu. Ich bin unhöflich, steig mal von die Pferde ab. Also manche haben überhaupt gar keinen Benimm. Ach übrigens, ist gut, ich bin ja noch nicht so lange in die County und ich bin immer auf der Suche nach, soll ich sagen, Geschäftspartner, wie auch immer. Also wo ich so für die Nachbarschaftshilfe irgendwie Sachen vielleicht irgendwie kaufen kann. Jetzt zum Beispiel bräuchte ich dringend eine geschliffene Opal. Haben Sie eine Ahnung, wer mir sowas Nein. verkaufen oh, kann? Opale, die sind sehr schwer immer zu bekommen, weil die ja wirklich nur die Jungs in der Mine bekommen. Ja, aber ich habe jetzt... Es geht kaum noch einer in der Mine. Ja, ich hab bisher auch in die Mine und konnte jetzt selber schleifen, aber... Oh, ich habe die Minenkoller, ne? Ich kann das nicht mehr sehen, verdammt. Ich weiß, kenne ich. Ich war heute mal wieder in der Silbermine. Ich kann das voll nachvollziehen. Aber sie sind ja richtig, richtig stark. Also ich glaube, ich könnte Minenarbeit nicht bewerkstelligen. Ja gut, ich bin alleine, ne? Ich muss. Ich habe keine andere Wahl. Sie sind alleine? Ja, aber das ist auch gut so sei eigentlich. Nicht so, sei nicht so unheimlich, Elias. Ja, ich habe da nur gefragt, ob ich jetzt richtig ja, gehört aber, habe. Ja, aber weißt eine du, Dame mal, allein im Wilden Westen. Weißt du wie? Pass mal auf. Ah, sie sind alleine. Ja. Das ist gruselig. Das ist gruselig. No. Ach Gott, ich habe so viel erlebt in meinem Leben. Mir macht es nichts mehr Angst. Und ja, die Kerle komme ich so nach allemal klar. 22 Jahren. Was? 22? Okay. Ja, sehr schön. Ja, deswegen müssen Sie ihm einiges nachsehen, glaube ich. Ja, ach Gott. Ja. Oder Sie hauen ihn einfach aufs Maul, wenn das verdient. Ja, zur Not geht auch das. Ja, das ist wunderschön, das ist wunderschön. Ja. Ich habe auch gehört, American Paint schmeckt sehr lecker. Hey, hallo. Ich habe gehört, kleine rothaarige, freche Kerle, die könnte man auch... Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, sitzen am Glas. Ja, also... Fest, ne, mit, ja, Hand. Mit einer Blonde legt man sich nicht an, da kommt man schon. Na, sie hat ja gesagt, rothaarige Kerle, nicht rothaarige Damen. Ich habe Perle verstanden. No, Kerle. Du so ja wie auch diese Perle. Kleine da. Beobachtet er uns seine Kutsche? Ach, ich glaube, wir sind nicht so wichtig. Doch, der ist hier ganz langsam rangefahren und ich glaube, der beobachtet uns. Ich glaube, ich schreie auch wie verrückt. Ach, das kenne ich. Das passiert mir auch ab und zu. Ja, ich, ach Gottchen. Dann werde ich wieder irgendwo angekackt, dann weiß ich es wieder. Ja, wissen Sie, das ist bei mir genauso. Entweder schreie ich zu laut. Das ist oder aber ich eine Dame, die da drin sitzt, glaube ich. Ja, vielleicht findet sie sich toll und hat dann ihr Herz an dich verloren. Auf dem keine Dame wird jemals das Herz an mich verlieren. Warum gehen Sie mal hin einfach und alle fragen scheiße Sie. Sind. Dankeschön. Es gibt doch aber einen Friseur, also man kann da schon im Prinzip was machen. Siehst du, ich wollte gerade mit dir, ich wollte wirklich in der Tat gerade mit ihm dahin. Ich schicke mal kurz meine Pferde. Komm, wir gehen zum Friseur. Und Miss aus Frankland, bereite ich mit. Komm. Ja, ich schicke kurz die Pferde, Moment. Oh Gott.
Okay, jetzt weg, Pferd. Unbeteiligt, ja, ganz sicher. Ja, ich bin gut im Beraten, ich kann das. Ja? Siehst du, ich habe das genau im Gespür und ich werde dich auslachen, Elias. Wie, weil ich mir jetzt die Haare schneide? Ja, weil du wahrscheinlich noch lustiger aussiehst. Ja, wir machen jetzt eine und dann werden ihnen die Frauen zu Füßen liegen. Ach, wir werden niemals die Frauen zu Füßen liegen. Also ich finde, er bräuchte unbedingt Bartwuchs. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da bei den Ärzten irgendwie so einen Trank, den man auf die Haut schmieren kann. Ja, das mit der Taubenscheiße innen und Honig außen hat ja nicht funktioniert. Ja, aber Dings, ja, so eine kleine Stoppelbart oder so nicht, keine... Hallo? Elias. Sind Sie denn gut? Ja, mir geht's gut. Sehen Sie ein bisschen aus wie eine Mann und nicht wie eine kleine Bub, ne? Ich wollte einfach mal... ja, machen Sie Liegestütze, werden das hält knackig. Nein, ich wollte Ihnen nicht zu Füßen liegen, das mache ich eigentlich nicht bei den Männern. Oh, das finde ich auch nett, dass mir wenigstens mal eine Dame zu Füßen liegt. Ja. Danke. Ich werd, versehen. Nein, ich werde das zu schätzen wissen. Seht ihr da nichts drauf ein? Sind Sie mir jetzt immer zu Diensten, weil ich das gemacht habe? Oder ja, ich schulde Ihnen was, genau. Sehr gut, merke ich mir. Immer gut. Ich kann mich okay, auch nochmal hinlegen. Jetzt hat sie dich am Pfirsich. Ja, jetzt kann ich kann mich auch nochmal hinlegen, ne, wenn die Schultern größer werden. Besser, sie hat mich am Pfirsich, als wie du eben mir den Sack geklaut hast. Okay. Ja, selber schuld, wenn du mir den über den Kopf stürzt. Ja, sie hat mir einfach den Sack geklaut. Einfach so. Ach ja, wie? Haben Sie mir Ihren Namen schon gesagt? Nein. Ja, klar. Ja, klar? No? Ich weiß nicht mehr. Verdammt, ich bin verpeilt. Ich bin Anton. Anton, freut mich sehr. Ich bin Claire Blanc, habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ach, ja, hast du gesagt. Ich bin Maria. Freut mich sehr. So ist Gott, ich setze mich mal auf diesen Stuhl. Wer schneidet? Claire. Ich mache dich wahrscheinlich den Kopf kürzer. Ja gut, also ich schneide vielleicht die Ohren ab, aber sonst... Ich muss ein bisschen Zeit... Okay, so ist sehr schön, oder? Ach, oh, herrje. Oder wie findet ihr das? Hatte ich auch noch nie. Ohne? Nein. Oh, das ist aber sehr schön, oder? Wir sehen nichts, glaube ich. No, ich sehe... Ach, ihr seht nichts. Okay, ich nehme das hier. Ich habe mich schon entschieden, verdammt nochmal. Ah, jetzt. Ach, du Herr. Habt ihr das gesehen? Könnt ihr das sehen? Ja, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Nein. Wir müssen da... Claire, können Sie sich bitte ein bisschen besser anstrengen? Das ja, ist natürlich, die Tuch ist natürlich die einfachste. Oh. Ach. Wie soll man da ernst bleiben? Und? Ich muss da noch ein bisschen schneiden, das ist eindeutig zu lange. Ja, das ist doch ganz gut. Echt, das sehe ich aus wie jeder, oder? Ja, du musst ein bisschen gepflegter. Das ist furchtbar, furchtbar. Ja, aber er hat doch so ein komisches Gesicht. Das ist nicht schlecht. User left your channel. Wir gucken nochmal. Ja, schneid mal weiter. Ist auch weh gelutscht. Oh, der ist schön, oder? Oh, scheiße. Also ich sehe es gar nicht richtig. Aber das ich glaube, die kurzen Haare stehen mir nicht so gut. Das ist schön, oder? Ja, ich mag so eine Frisur. Ja. Ah, Claire ist aber jetzt die Bestimmerin. Ja, komm, Claire, besser als das, was vorher war. Wir gucken mal, was wir noch so haben. Ich muss mich ein bisschen besser hinstellen und schauen. Ja, was ist mit dem? Hat auch keiner. Ja, warum wir wohl? Wir wollten doch aber gerade irgendwas finden, was sich attraktiver für die Frauenwelt macht. Ja. Aber überleg doch mal, das ist doch besser als meine bisherige Frisur, oder? Ja, aber Claire, wenn du die ein bisschen härter drehst. Anders scheiße, würde ich jetzt so sagen. Nicht. Anders scheiße, okay, ich habe verstanden. Anders scheiße. Das ist das ist doch eine. Das ist gut. Deine kleine Freche. Ja. Ja. Passt doch. Jetzt brauchst du nur noch Bart. Ja. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir mein Gesicht hier. Ich habe hier so ein bisschen Taubenscheiße und Tonik mitgebracht. Ja, ein bisschen von die Haare, was ich habe abgeschnitten, könnte man ein bisschen ins Gesicht kleben, ne? Ja, warte mal. Machen wir doch jetzt. Was mit dem hier? No. Das muss schon was sein, was ein bisschen nicht so lange. Oh no. Verdammte Scheiße, bin ich besser. Was ist mit dem hier? No. Ich dachte, Sie wollen eine Frau und nicht alle Frauen vertreiben, mon Dieu. Auch nicht, so auch nicht. Oh no. Oh no. No. Ah, der ist auch schön. Was? Oh, easy. Gott, oh Gott, oh Gott.
Wird nicht besser, oder? No, nicht wirklich. Ich habe das Gefühl. Da gibt's doch sicher, das geht doch sicher noch besser, mon Dieu. Oh, verdammt. Ist da keine kurze, so ein bisschen, Nee, ich bin ja, schon am Gucken das, hier. ja, Das weiter. würde vielleicht gehen, ne? Das noch Aber. am ehesten, würde ich sagen, von allen, was man bis jetzt gesehen hat. Wir nehmen den erstmal, wir gucken gleich mal weiter. Bevor wir noch eine Wunderbar. Überraschung erleben. Und wie sehe ich das aus? Ja, viel besser wie vorher. Sie sehen aus wie ein echter Kerl, verdammte Scheiße. Habe ich jetzt eine Chance? Auf jeden Fall. Jetzt, also Sie müssen einfach, je nachdem, wie Sie mit den Frauen reden, vielleicht müssen Sie da noch, ich weiß nicht, wie Sie das anstellen, aber das kann man alles hinkriegen, noch? No, bei mir landen Sie nicht. Ich habe doch nur mal probiert, ob es funktioniert. Ja. No, ich bin da anders wie die anderen. Ich habe genug von Okay. die Kerle. Ja, kann ich verstehen. Ich will auch keine Kerle mehr. Wunderbar. Ja gut, Wunderbar. ich gehe mal kurz ums Eck und wir sehen uns gleich wieder. Ja, dann können wir noch mal gucken, ob es noch einen besseren Bart gibt. Ja, aber ich finde das schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde eigentlich auch, glaube ich, eigentlich kann man es lassen, oder? Ja, ich finde schon. Na, gucken, was Niola nachher sagt. Gut. Bonjour. Ach, da bist du ja. Ich Ach, habe Gott mir sei ein Dank. neues Hemd geholt. Ach, verdammt, ich dachte noch, die roten Haare und dachte nur, dass sie da, die warme Mantel, mon Dieu, laufen sie nicht aus? Ach doch, den Mantel vergesse ich immer Man auszuziehen. sollte sich einem Mann nicht so heiß machen, also nicht mit dem Ja. Mantel. Gut, dann lassen wir das. Ja. Sehr schick. Nun, Und Dimitri da? ja, das war der Vorbesitzer wohl, der Handkarten ankauft, sagt er. Ach, ist Dimitri gar nicht mehr? Macht er das nicht mehr, oder was? Ich weiß nicht, ob das Dimitri ist, der da drin ist. Er hat so eine Art Augenklappe. Ja, dann ist das Dimitri, genau. Und er hat mir gerade gesagt, der Vorbesitzer hat es gemacht. Ach so, macht er das jetzt gar nicht mehr? Okay, ja gut, dann hat das so nicht mehr übernommen. Ja gut, okay. Ja, verdammt. Und ich habe gedacht, ich kann mir ein bisschen Geld verdienen. Ja, Ja, lass mal gut. gucken hier. Oha. Bonjour. Dimitri, du siehst verdammt schön aus. Na, vielen Dank. Wer hat das gesagt? Ja, ich, dein Freund Elias, der jetzt ganz anders aussieht, weil die Damen mich ein bisschen Gesteint hübscher haben. gemacht haben. Ja. Heiliges Kanonenrohr. Ja, dein Freund Elias war dreimal hier und du warst nicht da wegen der scheiß Tabaklieferung, verdammt nochmal. Jetzt habe ich den Tabak selber geraucht. Ja, man sieht's. Jetzt bin ich ein echter Mann, oder? Ja, sieht gut aus. Ja, beschwer dich nicht. Du wolltest irgendwie für die Frauenwelt besser ausschauen. Warum? Seit wann kaufst du keine Faltkarten mehr an, verdammt nochmal? Das war Chico, nicht ich. Lüg mich nicht an. Oh, ich sehe gerade, was? 10-mal Met und 10-mal Weißwein verkaufen Sie für 49 Dollar? Ja, Ja, genau. richtig. Das ist ganz schön teuer. Ja, Ja, ich irgendwie, habe ne? gehört, das ist für 30 Dollar irgendwo. Ja, Was? 30, meistens 35 tatsächlich. Ja, ist aber doch viel zu wenig. Außerdem ist das Ja, eine für das Aufwehr. verstehe ich nicht den ganzen Tag dort. Ja, ich verstehe das. Ja, Auch für gut. was trinken oder essen. Ich wollte so ein Paket kaufen, auch wenn es ist teuer wie Sau. Alles klar. Teuer wie Sau. Das machen die Ausdrucksweise. Ja, Ach Gottchen. teuer wie Sau, aber in Ordnung. Dimitri ist ein guter, den kann man noch mal unterstützen. Wunderbar. Ja, ich muss irgendwie auch mal mit Geld kommen. Da muss man auch ein bisschen investieren noch. Ja. Ich weiß noch, damals, als ich hier mit dem Schiff angekommen bin, war bei allen Paketen mal mindestens die Hälfte. Und dann kamen diese ganzen Hobbyhandwerker und dann wurde alles immer günstiger. Ja, richtig. Ich muss schnell ins Lager rüber. Ich komme Ja. gleich. Die vergessen immer, dass der Ja. Herr hier auch noch Pacht und Steuern bezahlen Ja, muss. das stimmt natürlich, wohl. natürlich. Weil eigentlich war immer genau 50% bekam der, der das Zeug rausgegeben hat und Ah, ist ja völlig in Ordnung. 50% war der Gewinn. Ja, Ja, ist auch in Ordnung eigentlich. Ich bin gleich ja. wieder da. Jawohl. Ach ja.
Muss ich auch schauen, was ich alles für meine Zuhause noch einkaufen muss. Ja, für zu Hause ist immer wichtig. Ja. Ach ja. Und was machen Sie sonst so hier in die County? Eigentlich nichts mehr. Oh, doch so viel. Ja, ich laufe rum und gehe den Leuten auf die Nerven. Ja. Aber eigentlich kann ich soweit alles außer meine Gewehre machen. Ah, okay. Oh, Dimitri, wo kommst du denn her, verdammt nochmal? Ja, von meinem Lager hinten. So, bitte. Scheiße. Merci. Also, Moment. Mach 500 Dollar, Ma'am. Der kleine Wenn ich Sprüchekopf für dich. so viel Vielen normal Dank. hätte, verdammte Scheiße. Ja, bei dem teuren Pferd, was Sie da haben für 800 Dollar, verdammt nochmal. No, das war ja nicht das. Was reiten Sie? Ein American Paint. Ich habe den erst doch günstiger abgekauft von jemandem. Und die Stallung Ja. kostet 200 und ich habe es für 150 gekriegt. Ich habe einen Breton. Oh, die Bretonen liebe ich ja auch. Aber die Ja, sind der dicke sicher auch Hintern sehr passt zu teuer. dir, Dimitri. Aber ich dachte schon. Ja, Elias. Was kostet so eine Bretone hier? Ich glaube auch um die 900. Ja, denke ich mir. Das sind auch gute Pferde. Ach ja. Ja, ich werde mal schnell noch mal zu McFalls reiten, bevor die Dame weg ist. Ich muss mal gucken, ob Ja. das morgen klappt mit meinem Termin fürs Training. Hast du das gestern gehört? Gut. Was mit der Schießerei in Valentine? Nein, hier. Bronson hat meinen Hund erschossen. Oh. Was? Ja, hier auf offener Straße. Oh mon Dieu, was für Das ist eine dieser Arschler. Texaner oder was, ne? Ja. Oder verdammte Scheiße. Und dann, ich hoffe, Sie haben ihn dann erschossen. Nein, ich hatte keine Waffe. Ach, Scheiße. Die Und Welt ich wird bin immer verrückter. gesetzesfrei. Aber lange ich bin das nicht mehr. Ja, irgendwann ist gut, oder? Ja, Du sagst genau. es. So, aber egal, ihr Lieben, ich muss noch mal eben zu McFalls. Ich Ja, muss ich muss gucken, ob die sagen. Dame, ob das morgen klappt mit dem Termin über das Wochenende. Ich Dann muss auch reite mal weiter. vorsichtig. Mach ich, mach ich. Dann Bleibt reitet vorsichtig. schön artig ihr und Danke gleichfalls. natürlich wie Und immer. machen Sie mir mit die neue Frisur und die Bart nicht die Frauen zu sehr verrückt, ne? Nein, mach ich nicht. Verdammt nochmal. Wunderbar. Gut, dann mache ich mich auch Aber mal weiter an die haben Arbeit. Sie sehr schön geschnitten. Werde ich nie mehr Ja, vergessen. sehr gut. Freut mich Tschüss, sehr. Dimitri, mein Schatz. Ja, reite vorsichtig, mein Engel. Ja. Ja, passen Sie Jawohl. auf sich auf und Immer au so gut. Und übrigens den einen Abend, wo Sie in Valentine. So, ja, dann passen Sie auf sich auf und einen schönen Tag noch. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Au Gucken Sie mal, was der hier macht, der Herr. revoir. Wenn Sie hier stehen, er versteckt sich Was? hinter den Blättern. Howdy do, Ah, Miss. ein kleiner Drecksack. Ja. Ja. Ah, so sind Sie. Gut. Bis bald, reiter Bis bald, vorsichtig. Ma'am. Au revoir. Voilà. Ja. Ja, ich hatte nur schon mal ins Pferd gerufen. Ich dachte, dass du Lust hast, mitzukommen. Oh. Wir müssen nicht gleich aufeinander springen, Pferdchen, ne? Bis bald, Ma'am. Ja, au Ja, passen Sie auf revoir. sich auf. Gleichfalls. Bonjour. Okay. Hoppala.